Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Willkommen zu einem weiteren Infovideo. Alles rund um das eigene Sonnensystem für Empyreon. Also es gibt jetzt eine Zwischenversion. Eigentlich ist das mit zu der Version 1, deswegen habe ich das jetzt 1.5 genannt. Und zwar, wie kriege ich ein Szenario aus dem Workshop in mein Programm? Hintergrund ist folgender, wenn ich in den Workshop gehe von Empyreon und die Blueprints zum Beispiel aktiviere, dann erscheinen die in meinem Programm, in meinem Spiel. Das klappt aber mit den Szenarien im Moment noch nicht. Wenn ich dort draufklicke, das schauen wir uns dann gleich nochmal an, dann habe ich die aktiviert, aber die tauchen bei mir im Spiel nicht auf. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie das funktioniert. Und zwar ist folgendes. Wenn ich draufklicke auf diesen Abonnieren-Button, dann wird das Szenario in den Ort, in den Workshop kopiert von Steam, wo alle anderen Objekte auftauchen. Das ist jetzt bei mir, ist das jetzt Steam, Steam Apps, Workshop und Content. Dort liegt alles drin. Und in diesen Content-Ordner gibt es viele Unterordner, also unterschiedlich bei jedem. Und die sind alle mit Nummern. Also da, die haben keine Namen an sich, sondern die sind alles, also die haben Nummern als Namen. So rum. Weil der Steam ist so aufgebaut, dass die ganzen Programme, Spiele, alle Sachen hinter dem oder da stehen Nummern dafür. Und die 383120 ist zum Beispiel Empyreon. Wer das jetzt mal testen will oder wer sagt, okay, was habe ich jetzt eigentlich für Spiele hier in meinem Content-Ordner, mein Workshop-Ordner, der nimmt einfach die letzte Adresse, gibt die 1, Store, steampowered.com, App und dahinter die Nummer und dann taucht das Spiel auf. Da weiß jeder Bescheid. So, das schauen wir uns jetzt nochmal im Detail an. So, wir sind jetzt im Workshop von Empyreon und da sage ich mir zum Beispiel, okay, ich habe hier unten ein Szenario. Ich will jetzt für mich jetzt mal ein eigenes Szenario mir runterladen, weil ich denke, das ist cool. Wir schauen uns das mal an. Ja, jetzt sind halt hier viele. Ich nehme mal das hier unten. Das sieht so riesengroßes Sonnensystem. Klick mal drauf. Hier. Das sieht cool aus mit diesen vielen Planeten. Und ich klicke jetzt hier auf Abonnieren. So. Da habe ich das abonniert. Und bei jedem anderen Spiel ist es so, dass eigentlich man jetzt nur das Programm öffnen braucht, das Spiel, und dann ist der Mod oder irgendwie was anderes ist dann in dem Spiel vorhanden. Das klappt jetzt nicht, deswegen schauen wir uns das nochmal an, wo das liegt und was wir für Schritte machen müssen, dass das auch für Empyreon klappt. Wir gehen jetzt in den Ordner, wie vorhin erzählt, indem der ganze Content, der ganze Workshop-Inhalt von Steam sich befindet. Dann die Nummer für das Spiel. Also hier gibt es noch viele andere Nummern, da müsste man dann schauen. Man kann sich natürlich auch, wenn das jetzt neu ist oder so, hier hinten an dem Datum orientieren. Das klappt meistens auch. Und das ist jetzt Empyreon. Dann geht man hier rein und jetzt kann man natürlich wieder durchklicken. Weil Nummern, das merkt man sich halt nicht. Also das weiß man nicht. Also man kann jetzt reinklicken und dann hat man den Inhalt, den sieht man dann zum Beispiel irgendwo hier. Dann hat man halt hier, das ist oben eine Base von mir gewesen, die ich jetzt hier über den Workshop habe. Oder wir haben heute 23.22 Uhr habe ich das gemacht. Das ist heute der 20. im Datum, also ist das wahrscheinlich das letzte. So, und da haben wir hier haben wir eigentlich jetzt das komplettes Szenario. So, und jetzt brauchen wir eigentlich nichts weiter machen, außer dieses Szenario bei uns in den Standard-Szenario-Ordner des Spieles reinkopieren. Dort, wo wir bisher jetzt drin gearbeitet haben, hier unten ist das neue, das Zitterfrost-Szenario. Andere sind die Standard-Szenarien. Und wir nehmen einfach nur dieses Szenario, kopieren das komplett hier drüben rein. Jetzt ist das natürlich kein richtiger Name. Da ist natürlich, macht das Sinn,
denen irgendeinen Namen zu geben als die Zahl. Letzten Endes ist das auch das Problem, wahrscheinlich denke ich nicht. Man braucht ja nur diesen Ordner hier reinkopieren, den Namen geben und das war's. Also irgendwann denke ich mal, kriegt das Programm das auch hin. Aber im Moment klappt es halt noch nicht. So, wir lassen die Zahl einfach mal so. Wir haben jetzt hier drinnen komplett alles. Extras, also ist jetzt leer, das zieht dann automatisch. Die ganzen Playfields hier, das sind die ganzen neuen. Also, das macht doch Sinn, wer jetzt sagt, okay, ich möchte mir mal fremde Planeten anschauen, wie die das so gemacht haben, wie die das programmiert haben und so weiter. Der zieht sich so ein Szenario und dann ist komplett alles hier drinne, aber alles. Oder irgendwelche anderen Sachen, die jetzt zusätzlich dazugekommen sind. Und dann hat man hier diese große Sektordatei, wo dann die ganzen Planeten sind. Also das macht schon Sinn, dass man da sich dann auch mal so sich informieren kann, wie das gemacht wurde. So, und jetzt schauen wir uns das mal an, ob das auch wirklich klappt. Wir starten ein neues Spiel. Im Spiel. Und gehen wieder auf unseren Szenario-Ordner, klicken den durch und wir haben wir das neue Szenario mit der komischen Nummer halt im Moment. Die Info und jetzt können wir uns hier natürlich aussuchen, welchen Startpunkt wir nehmen. Dann nehmen wir gleich mal hier, das scheint was Neues zu sein. Wir können noch mal schauen, einfach so. Das interessiert mich jetzt mal. Das sind die Bekannten und das sind dann neue. Da gibt es eine ganze Menge an Startplaneten. Also das ist schon hier eine feine Sache, finde ich. Und ich muss auch sagen, ich finde das cool, dass da Leute ihre ganzen Daten und ihr ganzes Know-how und so weiter zur Verfügung stellen. Das machen auch nicht alle. Viele horten dann ihr Zeug und wollen das nicht teilen und nö, finde ich gut. Wir starten mal. Mal schauen, ob das alles passt und klappt. Ich weiß nicht, muss wahrscheinlich mehr geladen werden als jetzt beim Default. Oder? Ja. Oder? Na, komm, los, mach, mach, zeige. Alles klar. So, ja, da ist so eine Insel. Da können wir doch gleich mal uns dorthin begeben. Ja, also das scheint zu klappen. Das hat alles geklappt. Wir können es noch mal schnell schauen, während wir hier fliegen. Wir haben hier die ganzen Sachen drin. Hier haben wir halt viel. Also das kann man sich dann auch anschauen, was man da alles beschreiben muss und so weiter in den ganzen Dateien. Das ist eigentlich eine coole Sache. Also wie gesagt, oder ne, gesagt hat es glaube ich noch nicht, aber das Inventory. Das kann man ja definieren. Doch, das hatte ich das letzte Mal gesagt. Im Prinzip in der 2.0 in dem Video. Und im Video 3, glaube ich, wollte ich dann das machen mit den. Das gehört eigentlich auch mit ins Video 2. Egal. Das mit den persönlichen Container. Und das ist halt so doppelt eigentlich, weil man könnte auch alles hier in das Inventory reinbauen. Gibt ja dann so einen persönlichen Container und den braucht man eigentlich nicht unbedingt, wenn man hier alles voll macht. Und dann kann man, wie gesagt, alles hier nicht geben. Gut, wir sind da. Die Standardsachen nehmen wir uns rüber und alles ist gut. Das war's. Also, einfach Szenario abonnieren, in den Ordner gehen, rüber kopieren in das eigene Szenario, in den eigenen Hauptszenario-Ordner und dann starten. Und es klappt. Gut, liebe Leute. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.